Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Regierung steht das Programm auch und das wollen wir in dieser verlängerten ZIB 2 jetzt ausführlich beleuchten. Ungleiches Paar. ÖVP und Grüne betonen bei der Präsentation des Koalitionspaktes Gemeinsames, aber auch Trennendes. Live zu Gast im Studio ist einer der Chefverhandler der ÖVP, Gernot Blümel, der jetzt Finanzminister werden soll, und Lothar Lockel, Politikstratege und Grünen-Intimus. Das Beste aus beiden Welten fließe in das Regierungsprogramm ein, sagt der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir schauen uns an, wer welche Projekte einbringt, wie sie umgesetzt werden und wie Hürden genommen wurden. Skepsis und Kritik am Regierungsprogramm kommt von NGOs und von der Opposition. Der Chef der drittstärksten Parlamentspartei, FPÖ-Obmann Norbert Hofer, ist in unserer Interviewserie mit den Parteichefs und Chefinnen zum Jahreswechsel heute Gast im Studio. Das ist sie also, die neue Regierungsspitze, die, wenn alles nach Plan läuft und die Parteigremien zustimmen, am Dienstag von Bundespräsident Van der Bellen angelobt wird. Und so schaut das gesamte Regierungsteam aus, das übrigens den höchsten Frauenanteil der Geschichte haben wird. Beginnen wir mit der ÖVP. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz wird Caroline Edtstadler ins Kanzleramt einziehen. Sie wird dort Europaministerin. Susanne Raab übernimmt Integration und Frauen. Gernot Blümel das Finanzministerium. Karl Nehammer wird Innenminister. Alexander Schallenberg bleibt als einziges Mitglied der Expertenregierung, wie bisher als Außenminister. Claudia Tanner wird die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Margarete Schramböck kehrt als Wirtschaftsministerin zurück, Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsministerin und Heinz Fassmann als Bildungsminister. Christine Aschbacher übernimmt Arbeit und Familie. Magnus Brunner wird Staatssekretär für Umwelt, Klimaschutz und Infrastruktur. Bei den Grünen wird Parteichef Werner Kogler Vizekanzler und Minister für Beamte und Sport. Leonore Gewessler wird Ministerin für Umwelt, Klimaschutz und Infrastruktur. Rudolf Anschober wird Sozialminister, Alma Sadic Justizministerin und Ulrike Lunacek Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Wie ist dieses Team nun zu bewerten? Stefanie Leodolter hat sich bei der Präsentation des Regierungsübereinkommens umgehört. Schon öfter war am Anfang einer neuen Regierungszusammenarbeit in Österreich von einem neuen Stil die Rede. Diese Phrase nimmt heute niemand mehr in den Mund. Trotzdem scheinen die künftigen Koalitionspartner überzeugt zu sein, es diesmal tatsächlich anders zu machen. Wir haben nicht versucht, uns wechselseitig auf Minimalkompromisse hinunterzuverhandeln, sondern wir haben ganz bewusst das Beste aus beiden Welten vereint. Und so ist es möglich, dass sowohl die Grünen ihre zentralen Wahlversprechen einhalten können, wie auch wir als Volkspartei. Die Kompromissfindung, sie war nicht nur schwierig, man hätte es sich leichter machen können, sie war vor allem anders als gewöhnlich. Und die Kompromisslinien verlaufen deshalb auch anders als gewöhnlich. Das mag da oder dort schmerzlich sein für die eine oder andere Seite, dessen bin ich mir völlig bewusst. Schmerzlich ist für die Grünen freilich der harte Kurs in der Migration und Integration, den die ÖVP unter Sebastian Kurz unbeirrt weiterverfolgt. In Österreich werden wir darüber hinaus Rückkehrzentren schaffen, um die freiwillige Ausreise aus unserem Land der Menschen mit negativem Asylbescheid zu unterstützen und auch die Außerlandesbringung dort, wo es notwendig ist, sicherzustellen. Wir werden die Bundesbetreuungsagentur umsetzen und auch eine verfassungskonforme Sicherungshaft einführen zum Schutz der Allgemeinheit, so wie es diese in vielen anderen europäischen und vor allem mittel- und westeuropäischen Ländern jetzt schon gibt. Hier dürften die Grünen nicht untätig bleiben, meint die Journalistin. Ich hoffe doch, dass gerade im Bereich Integration es hier abseits von dem, was man jetzt gehört hat, auch keine Zuspitzung weiter dessen gibt, dass man den Islam hier als Paradefeind sieht. Das würde mich sehr wundern, wenn die Grünen hier mitspielen. Das Spielfeld der Grünen innerhalb dieser Regierung ist eindeutig der Bereich Klimaschutz. Aber eine Arbeitsgruppe soll erst ausloten, was zum Beispiel in puncto CO2-Steuer möglich ist. Das Ziel ist eindeutig, klimaschädliche Emissionen, insbesondere CO2, sollen einen Preis bekommen. Auf welche Weise immer, da müssen wir nicht gescheiter sein als die Nobelpreisträger. Aber es wird zu einer CO2-Bepreisung kommen. Für Werner Kogler, der sich selbst etwas mehr Redezeit gönnt als der künftige Kanzler, scheint der heutige Termin eine Art Generalprobe für Samstag zu sein. Da
Da muss der erweiterte Bundeskongress der Grünen noch über den Koalitionspakt abstimmen. Derzeit sind nicht nur wohlwollende Stimmen zu vernehmen, Diskussionen seien vorprogrammiert, meint der Journalist, der aber dennoch zuversichtlich ist. Also, ich glaube, es wird harte Debatten geben, es wird lange Debatten geben, es wird zerknirschte Gesichter gehen, aber am Ende werden, glaube ich, doch 80, wenn nicht sogar 90% den zustimmen. Gibt es die Zustimmung der Grünen, dann könnte bereits am Dienstag die neue Bundesregierung angelobt werden. Und die wird nicht nur hier mit Spannung erwartet, auch in Deutschland schaut man interessiert nach Österreich. Auf Landesebene haben wir das schon häufiger probiert, aber in Deutschland ist es noch nie zu einer Koalition auf Bundesebene gekommen. Und deswegen ist das Interesse jetzt derzeit extrem groß. Und das trifft sich gut, hat doch die künftige türkis-grüne Bundesregierung keinen geringeren Anspruch, als Vorbild für ganz Europa zu werden. 326 Seiten hat das Regierungsübereinkommen von ÖVP und Grünen und ist damit deutlich umfangreicher als das der Regierung von ÖVP und FPÖ. Wobei im aktuellen Programm noch vieles sehr vage und wenig detailliert ist. Beide Parteien legen Wert darauf, einander entgegengekommen zu sein, aber keine klassischen Kompromisse gemacht zu haben. Stimmt das aber so? Sind türkise und grüne Handschrift gleich stark sichtbar? Patrick Ruska hat sich den Koalitionspakt genauer angesehen. Das ist es, das türkis-grüne Regierungsprogramm mit 326 Seiten, das umfangreichste bisher. Sicherheit? Einer der umstrittensten Punkte ist wohl die präventive Sicherungshaft für potenziell gefährliche Asylwerberinnen und Asylwerber. Diese Sicherungshaft, die schon von Türkis-Blau angekündigt wurde, haben die Grünen bisher immer abgelehnt. Jetzt soll sie kommen, verfassungs- und menschenrechtskonform, wie es heißt. Licht und Schatten attestiert der Geschäftsführer von Amnesty International dem türkis-grünen Regierungsprogramm. Die Sicherungshaft hält er aber für einen schweren Fehler. Das ist in Österreich nicht denkbar, dass Menschen dafür eingesperrt werden sollen, was sie in ihrem Kopf haben. Haft als schärfste aller Strafmaßnahmen, die das Menschenrechtssystem kennt, darf es nur für konkrete Taten, die von Richtern, Richterinnen abgeurteilt wurden, geben. Asyl? Im Asylbereich hat sich auch die ÖVP großteils durchgesetzt. Die umstrittene Bundesbetreuungsagentur für Asylwerber kommt. Bisher haben die Betreuung vor allem Nichtregierungsorganisationen übernommen. Und es sollen Rückkehrzentren geschaffen werden, um die freiwillige Ausreise zu forcieren. Und das Erste, was einem einfällt, ist leider ernüchternde Enttäuschung. Die Bundesbetreuungsagentur ist eine Verstaatlichung der Rechtsberatung und Vertretung. Das ist aus unserer Sicht ganz klar nicht konform mit der Europäischen Grundrechtecharta. Hier ist es den Koalitionsparteien nicht gelungen, eine Trendumkehr zu schaffen. Im Bereich Migration und Asyl wurde außerdem ein koalitionsfreier Raum beschlossen, wenn sich Türkis und Grün nicht einigen können. Integration. Das Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen, von den Grünen bisher heftig bekämpft, soll auf alle Mädchen bis 14 Jahre ausgeweitet werden. Die Deutschförderklassen bleiben, sollen aber flexibler gestaltet und besser ausgestattet werden. Transparenz. Hier haben sich die Grünen durchgesetzt. Das Amtsgeheimnis wird abgeschafft. Informationsfreiheit wird als einklagbares Recht eingeführt. Ein neues Parteiengesetz soll es dem Rechnungshof ermöglichen, die Finanzen der Parteien zu kontrollieren. Außerdem soll der Rechnungshof bereits ab 25% Beteiligung des Staates Unternehmen prüfen können, sofern diese nicht börsennotiert sind. Arbeit, Soziales. Im Bereich Arbeit hat sich die ÖVP die Agenten des AMS, des Arbeitsmarktservices, gesichert. Diese wurden aus dem jetzt grünen Sozialministerium herausgelöst. Die Grünen können sich mit einem Armutsbekämpfungspaket trösten. Außerdem soll die Untergrenze des Familienbonus von 250 auf 350 Euro und der Gesamtbetrag von 1.500 auf 1.750 Euro pro Kind erhöht werden. Bei der Lohnsteuer soll der Eingangssteuersatz von 25 auf 20% gesenkt werden. Gleichzeitig soll die Körperschaftssteuer, das ist die Gewinnsteuer für große Unternehmen, von derzeit 25 auf 21% herabgesetzt werden. Umwelt, Verkehr. Vor allem im Umwelt- und Verkehrsbereich werden die Grünen nicht müde zu betonen, man habe viel durchsetzen können. Eine ökosoziale Steuerreform, der Ausbau von erneuerbarer Energie und ein klimaneutrales Österreich ab 2040 stehen hier auf der Habenseite. Außerdem soll das Pendlerpauschale ökologisiert werden, ein Öffi-Ticket für ganz Österreich eingeführt werden und Milliarden in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert werden.
Für den Geschäftsführer von Greenpeace ist das vorliegende Abkommen herausragend und das ambitionierteste Klimaschutzprogramm aller Zeiten, mit einer gewichtigen Einschränkung. Die Schwachstelle ist, dass die Klimaneutralität bis 2040 nur erreichbar sein wird mit einer ökosozialen Steuerreform. Und diese ökosoziale Steuerreform wird aber tatsächlich laut dem Regierungsprogramm verschleppt. Das heißt, es soll erst 2022 überhaupt ein Ergebnis einer Taskforce vorliegen. Und das ist natürlich deutlich zu spät. Vieles bleibt zudem im Regierungsprogramm vage, etwa die Finanzierung der meisten Vorhaben. Und live im Studio begrüße ich jetzt einen der Chefverhandler auf ÖVP-Seite, Gernot Blümel, den künftigen Finanzminister. Guten Abend. Grüß Gott. Herr Blümel, ich habe heute in der Früh Sigrid Maurer im Ö1 Morgenjournal gehört, die künftige Klubobfrau der Grünen. Und sie hat gesagt, in diesem Regierungsprogramm findet sich Schmerzhaftes auf beiden Seiten. Was bei den Grünen schmerzhaft ist, das ist relativ evident. Das betrifft den Migrationsbereich. Aber was schmerzt eigentlich Sie an diesem Programm? Nun, wenn zwei Parteien miteinander verhandeln, die für so unterschiedliche Themen gewählt worden sind und das auch auf Augenhöhe tun, das heißt mit Blick auf die Sachlichkeit und um zu sehen, ob man hier zusammenkommen kann, dann ist es natürlich, dass beide Seiten sich irgendwo wiederfinden müssen. Das ist in diesem Regierungsprogramm der Fall. Wir als Neue Volkspartei, wir als die Kiese, haben uns in den Bereichen wiederfinden können, für die wir auch gewählt worden sind, also vor allem den Kampf gegen illegale Migration, eine bessere Integration, aber auch die Senkung der Steuern, das muss den Menschen mehr zum Leben bleiben und vor allem auch keine neuen Schulden zu machen. Bei den Grünen ist es gelungen im Bereich des Kampfes gegen den Klimawandel. Da sind viele Themen dabei, die wahrscheinlich in einem anderen Regierungsprogramm mit einer anderen Beteiligung so nicht dabei gewesen wären. Aber das kann Sie nicht wirklich schmerzen, dass etwas gegen den Klimawandel gemacht wird. Sie hatten im Wahlprogramm ja selbst ein großes Klimakapitel. Die Grünen haben hier eine Expertise eingebracht, die natürlich seinesgleichen diesbezüglich auch sucht. Und deswegen ist vieles, was hier auch angekündigt worden ist, auch drinnen. Wenn wir uns beispielsweise ansehen, die Dinge, die Sie jetzt im Beitrag gebracht haben, da ist vieles dabei, was den Kampf gegen den Klimawandel effizient angeht. Und ich glaube, das ist doch gut so, weil in diesem Programm müssen sich auch beide wiederfinden. Aber wo sind Sie den Grünen am meisten entgegengekommen? Wo sind Sie über den Schatten gesprungen? Was ist, wenn Sie so wollen, ein Opfer der ÖVP für diese Regierung? Nun, in beiden Parteien gibt es natürlich Bereiche, wo man sich gegenseitig entgegengekommen ist. Wir sind ja Parteien, die extrem unterschiedliche Weltbilder, extrem unterschiedliche Ansätze haben. Und wenn ich Ihnen das aus den Koalitionsverhandlungen berichten darf, dann war das schon manchmal recht heftig, recht ruppig und teilweise auch so, dass man sich gedacht hat, geht das denn überhaupt? Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir beide Parteien, die sehr unterschiedlich ticken, auch im Sinne des Respekts vor der Demokratie, Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, es versucht haben und zum Glück sind wir zu einer Einigung gekommen. Da auch danke an alle Verhandlerinnen und Verhandler. Ein großes Wahlversprechen der Grünen war die Ökologisierung des Steuersystems. Das steht jetzt zwar im Koalitionsprogramm drinnen, es steht aber auch drin, dass jetzt einmal eine Taskforce arbeiten soll und 2022 dann die Ergebnisse vorlegen soll. Jetzt ist das neue Jahr 2020 genau zwei Tage alt. Fragt man sich natürlich schon bei so einem dringlichen Problem, was dauert denn da so lange? Ein bisschen erinnert es an den uns beiden bekannten Slogan, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Also was dauert so lang? Wenn Sie sich die letzte Regierungszusammenarbeit angesehen haben mit Türkis und Blau, dann war das dort sehr, sehr ähnlich. Auch da hat es eine Taskforce gegeben, die die Steuerreform vorbereitet hat. Und auch da war es so, dass die Steuerreform erst im zweiten Jahr der Regierung beschlossen worden ist. Sie ist dann nur mehr zu einem Teil in Kraft getreten, weil dann eben Ibiza gekommen ist. Aber das ist ein üblicher Vorgang, weil das ist ein höchst komplexes Thema, eine Steuerreform so aufzusetzen, dass auch in beiden Bereichen beide Parteien sich wiederfinden können und dass die großen Ziele, die definiert worden sind im Regierungsprogramm, nämlich dass die Steuern- und Abgabenquote Richtung 40% sinken soll, bei gleichzeitig einem ausgeglichenen Bundeshaushalt eben sichergestellt sein muss. Aber Steuerreform ist natürlich auch ein bisschen mit mehr Spielraum ausgestattet. Bei der Frage der Klimapolitik gibt es Klimaziele, zu denen sich Österreich bekannt hat. Die müssen erreicht werden. Wäre es nicht ein bisschen schneller gegangen? Die Grünen selber, sagen Sie, haben eine hohe Expertise in diesem Bereich. Die haben Modelle. Es gibt Beispiele in Europa, wie so eine Steuerreform ausschauen könnte. Warum lassen Sie sich so lange Zeit?
weil das ein ganz ein üblicher Vorgang ist. Es gibt keine Steuerreform, die jemals in Österreich verhandelt worden ist, die von einem Tag auf den anderen kommt und wo auf Punkt und Beistrich im Regierungsprogramm bereits alles definiert war. Das sind komplexe Themen, das sind komplexe Gesetzesmaterien und da braucht es auch eine gewisse Zeit. Aber machen Sie sich keine Sorgen, sobald wir angelobt sind, werden wir mit Hochdruck daran arbeiten, dass all das möglichst bald umgesetzt werden kann. Was Sie betrifft, ist Ihnen das Thema Migration weiterhin sehr wichtig. So wichtig, dass Sie sogar einen sogenannten koalitionsfreien Raum ausverhandelt haben. Also sollte es wieder zu einer großen Migrationskrise kommen und die Parteien, ÖVP und Grüne, einigen sich nicht, dann wird das sozusagen Chefsache. Dann müssen Kanzler und Vizekanzler ein Gespräch führen. Und wenn auch die sich nicht einigen, dann ist möglich, dass die ÖVP, wohl, weil die Grünen werden es nicht sein, eine andere Mehrheit sich im Parlament sucht, um den Weg, den sie für richtig hält, zu gehen. Eine Art Lizenz zum Fremdgehen. Wenn es sowas gibt, warum gibt es das ausgerechnet nur bei diesem Bereich und zum Beispiel nicht beim Thema Klimapolitik? Nun, allein die Tatsache, dass es jetzt auch so intensiv diskutiert wird, zeigt ja, dass es gut und richtig war, in diesem Bereich für den Fall einer Krise vorzusorgen. Es geht ja hier um einen Krisenmechanismus, wo es eben Herausforderungen geben könnte, wie wir sie vielleicht 2015 erlebt haben, wo es dann darum geht, dass man als Koalition auch schnell entscheiden muss. Und da sind eben die beiden Parteien sehr, sehr unterschiedlich. Und um das nicht zu einem Problem werden zu lassen, um auch eine solche Krise bestehen zu können, hat man eben diesen Krisenmechanismus eingebaut, um auch dafür gerüstet zu sein. Das halte ich für sehr vorausschauend, denn wir wollen ja 5 Jahre gemeinsam regieren. Diese Krise ist nicht weiter definiert, nicht näher. Was kann man sich unter so einer Krise vorstellen? Wer bestimmt, ob das jetzt eine Krise ist oder nicht? Also wenn Sie sich die Ereignisse im Jahr 2015 nochmals vor Augen führen, wo tausende Menschen über die Grenze gekommen sind und die Exekutive hat de facto keine Handhabe gehabt und das Signal war, Masse schlägt Rechtsstaat, dann ist das kein Zustand, der einem überzeugten Demokraten egal sein kann. Aber es muss so sein wie 2015. Das ist eine ähnliche Situation. Wenn eine solche stattfindet, dann wäre das unter Umständen etwas, wo man sich darauf einigt, dass man sich eben hier nicht einigt und deswegen nicht dieser Mechanismus greift. Ein großes Aufregerthema jetzt auch in den vergangenen Tagen ist das Thema einer möglichen Präventivhaft, also dass man jemanden, der ein potenzieller Gefährder ist, festnimmt, in Haft nimmt und binnen 48 Stunden von einem Richter überprüfen lässt. Das ist sehr, sehr umstritten, auch in Justizkreisen. Daher mal ganz grundsätzlich die Frage, wie stellt man denn fest, ob jemand potenziell gefährlich ist? Also zunächst mal bin ich ein wenig verwundert, jetzt auch in der Berichterstattung nach der Präsentation des Programms, dass man sich wundert, dass die ÖVP auch nach der Wahl, auch während der Koalitionsverhandlungen das tut, was sie vorher versprochen hat. Ja, man wundert sich, dass die Grünen zustimmen. Auf einen klaren Kurs in der Migrationspolitik Wert zu legen. Alle Maßnahmen, die wir hier vorgeschlagen haben, sind auch Maßnahmen, die bereits die letzten Monate und Jahre diskutiert worden sind. Und ja, da gibt es Herausforderungen in der rechtlichen Umsetzung, aber deswegen haben wir auch festgeschrieben im Koalitionsprogramm, dass es natürlich nur auf dem Boden der Verfassung passieren kann, unter Berücksichtigung der EMRK. Jetzt hat die amtierende Bundeskanzlerin damals im März, als Innenminister Kickl das vorgeschlagen hat, eine solche Präventivhaft noch als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs gesagt, seit 1998 gilt in Österreich ein modernes Verfassungsgesetz, das eine Präventivhaft nicht kennt und das ist gut so. Warum finden Sie das schlecht? Weil es in anderen Ländern in Europa, in Westeuropa, diese Möglichkeiten bereits gibt. Wenn das dort einhergeht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, warum soll das nicht auch in Österreich möglich sein? Wir wollen jetzt, so wie in allen Themen, die im Regierungsprogramm festgelegt sind, uns daran machen, faktenbasiert zu versuchen, diese in Gesetzesform zu gießen. Dafür haben wir 5 Jahre Zeit, aber dafür steht diese Regierung. Die Frage ist nur, wer das eben bestimmt, ob jemand potenziell gefährlich ist oder nicht? Das wird im Gesetzesprozess ausformuliert zu sein. Da gibt es auch Begutachtungsverfahren, da gibt es Experten, die eingeladen werden. Aber es gibt solche Vorgänge in Europa, in Westeuropa und deswegen ist es prinzipiell möglich. Gut, dann werden wir schauen, was wir da auf den Tisch bekommen. Jetzt eine Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind als Finanzminister jetzt gesetzt. Es stehen in diesem Wahljahr in Ihrem Bundesland Wahlen an, nämlich in Wien. Ist es richtig, dass Sie als Spitzenkandidat in Wien für die ÖVP antreten werden? Natürlich. Ich bin vor circa 4 Jahren Landesparteiobmann der ÖVP Wien geworden
Und da habe ich zwei Ziele gehabt, nämlich einerseits die ÖVP Wien zu professionalisieren, zu einer jungen, modernen Stadtpartei zu machen. Das ist uns gelungen und das nächste Ziel ist es, die ÖVP Wien auch in die Wahl zu führen. Und auf das freue ich mich schon sehr. Jetzt, wenn Sie Finanzminister werden, dann haben Sie einiges vor. Steuerreform, Ökologisierung des Steuersystems, also etliche Punkte. Wie geht das zusammen damit, dass Sie dann monatelang Intensivwahlkampf führen, von dem wir ja wissen, dass das sehr zeit- und kräfteraubend ist? Also zunächst mal will ich noch Respekt vor den Gremien und auch vor dem Bundespräsidenten walten lassen. Die Angelobung passiert ist, die Gremien entscheiden es, deswegen noch keine Stellungnahme zu Personalia. Aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass man einen Job hat, eine exekutive Funktion und dann einen Wahlkampf bestreitet. Das ist immer wieder der Fall, da bin ich nicht der Erste, der das tut. Gut, jetzt gehe ich davon aus, dass Sie nicht einfach zum Spaß kandidieren, sondern dass Sie dann möglicherweise auch ein Amt dort in Wien übernehmen wollen. Sollte es so sein, dass die ÖVP in der Wiener Stadtregierung, in einer Koalitionsregierung vertreten ist, wären Sie bereit zu wechseln? Also zunächst mal muss eine Wahl geschlagen werden und trotzdem, dass die Stimmung für die Türkisen auch in Wien sehr, sehr gut ist und dass es viele Umfragewerte gibt, die Schönes erwarten lassen, muss man hier demütig bleiben. Wir starten von einem sehr niedrigen Niveau. Das ist zu respektieren, also lassen wir die Kirche im Dorf. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Stimmung, dass Wien nach 100 Jahren vielleicht wirklich neu regiert wird. Das Jahr 2019 hat gezeigt, was in der Politik alles möglich ist, was auch unerwartet ist. Deswegen schlagen wir die Wahl. Und danach können wir weiter diskutieren. Aber es ist möglich, dass Sie schon in einem halben Jahr oder Jahr dann als Vizebürgermeister oder als Bürgermeister, was weiß man schon, wie Wahlen ausgehen, da sitzen? Schauen Sie, wenn Sie sich das Jahr 2019 ansehen, da hätte am Beginn niemand gesagt, wie es am Ende aussehen wird. Deswegen zuerst muss eine Wahl geschlagen werden, dann kann man weiter diskutieren. Es ist nicht ausgeschlossen. Zuerst kann man eine Wahl schlagen, dann kann man weiter diskutieren. Herr Blümel, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank. Ja, ÖVP und Grüne waren die Wahlsieger dieses 30. September 2019, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. 37,5% der Stimmen hat die ÖVP erreicht, 13,9% die Grünen. So ergibt sich auch der Schlüssel bei der Aufteilung der Ministerien. Aber wie sieht es mit den Inhalten aus? Wie hoch ist der Preis der Grünen für das riesige Umwelt- und Klimaressort? Und wie schwierig wird es werden, die kritische Parteibasis von den Kompromissen im Bereich der Migration zu überzeugen? Christine Baumgartner und Alexandra Siebenhofer haben sich das angeschaut. Die Freude war groß am Wahlabend, die Skepsis auch gegenüber einer Regierung gemeinsam mit der ÖVP. Diesen Kurs, den Sebastian Kurz in den letzten zwei Jahren geführt hat, wir sind nicht bereit, diesen Kurs mit weiterzutragen. Das haben wir immer klar kommuniziert. Und so begann sie dann die lange Annäherung. Es geht nicht um Liebe, es geht um Verantwortung für dieses Land. Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon. So manche Saga aus dem Wahlkampf musste erklärt werden, etwa jener von der türkisblauen Schnöseltruppe. Und die Schnöseltruppe hat sich darauf bezogen, dass ich den Eindruck hatte, und der ist ja noch nicht ganz weg, dass sehr viele bei dieser türkisen ÖVP, zum Unterschied von der schwarzen ÖVP, ein bisschen sowas ausstrahlen wie damals Karl-Heinz Grasser. 50 Tage wurde verhandelt, gestern dann die Pressekonferenz zur Einigung, heute die Pressekonferenz zu den Details der Einigung und ein Fazit des grünen Parteichefs. Die Grünen haben genau nur diese Möglichkeit, um das zu bewerkstelligen, wofür sie angetreten sind und gewählt wurden. Im Übrigen, obwohl wir nicht einmal im Nationalrat waren, was es uns jetzt auch nicht gerade leichter gemacht hat. Aber wir sind schon wieder relativ fit in der Spur. Ja? Auch wenn der grüne Bundeskongress dem Programm noch zustimmen muss und auch wenn die grüne Verhandlerin Sigrid Maurer heute sagt, dass im Programm einiges für die grüne Basis Schmerzhaftes dabei sein wird. So werden die Grünen laut Regierungsprogramm die harte Linie der ÖVP bei der Migration wohl mittragen. Die Deutschklassen bleiben, das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige kommt, obwohl es dazu im Wahlkampf noch hieß. Das ist natürlich eine totale Blendgranate der ÖVP. Wir sind es ja mittlerweile schon von ihr gewöhnt, immer wenn sie irgendein Problem hat oder wenn es gerade mal nicht so gut läuft für die ÖVP, zieht sie das Kopftuch aus der Tasche. Stichwort Frauenpolitik. Eines der Themen, das die Grünen seit ihrer Gründung begleitet. Die Frauenagenten wandern nun aber zur ÖVP als ungewöhnliches Anhängsel zum Integrationsressort. Und die geforderte ökosoziale Steuerreform kommt zwar, aber erst 2022. Manchmal hat es natürlich ein bisschen geknirscht. Wir haben das ausgehalten. Stellt sich die Frage, ob das auch die Parteimitglieder aushalten, die am Samstag über das Regierungspapier abstimmen.
Ja, werden die das aushalten? Wir fragen jetzt Lothar Lockel, Parteistratege, Parteikenner der Grünen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Lockel, man könne Grenzen und Klima gleichzeitig schützen, hat Bundeskanzler Kurz, der künftige Bundeskanzler, gestern bei der Präsentation gesagt. Können sich die Grünen in einer solchen Analogie wiederfinden? Ist aus Sicht der Grünen wirklich das Klima ähnlich bedroht wie die Grenzen und umgekehrt? Naja, beide Parteien beschreiten hier Neuland und so wie ich das lese, ist es ein Versuch in sehr großen Fragen, wo man sehr weit auseinander liegt, in diesen großen Fragen Brücken zu bauen. Und je größer sozusagen diese Punkte auseinanderliegen, scheinbar unversöhnliche Standpunkte, desto größer, glaube ich, ist auch die Leistung. Sie haben recht, es sind natürlich zwei unterschiedliche Welten, die da aufeinanderbrechen. Man sieht es in Österreich und in Europa, dass auf der einen Seite die konservativen Parteien gestärkt werden, zum Beispiel auch in Deutschland, aber auch die Grünen. Und wie gesagt, in diesem Fall ist es so, dass vielleicht die Mitte gestärkt wird, dass also von beiden Seiten sich Teile in einem Programm wiederfinden. Das ist ja keine Frage, dass beide Parteien sehr stark zugelegt haben bei der letzten Wahl. Beide wurden für sehr unterschiedliche Positionen gewählt, das weiß man auch. Die Grünen ganz klar natürlich für den Klimaschutz, das ist eh logisch. Aber wurden sie auch dafür gewählt, dass eine Präventivhaft eingeführt wird? Ein Vorschlag des ehemaligen FPÖ-Innenministers Kickl umgesetzt wird? Naja, das sind natürlich bittere Wermutstropfen, wenn Sie so wollen. Und natürlich hat man sozusagen auch einen Erklärungsbedarf. Man muss jetzt rechtfertigen, warum man dann letztlich im Sinne des großen Ganzes auch Maßnahmen mitträgt, gegen die man bisher gewesen ist. Aber Werner Kogler hat das ja mehrfach gesagt, es geht um einen Kompromiss. Und was ist ein Kompromiss? Ja? Also es ist etwas zutiefst Österreichisches, nämlich da geht es um Gesprächsfähigkeit, Dialogfähigkeit, dass man am Ende dann auch Entscheidungen trifft. Das war lange Zeit eine Erfolgsgeschichte von Österreich, auch in der Sozialpartnerschaft, dass man eben ganz unterschiedliche Themenbereiche abgehandelt hat und dann doch da oder dort im Detail dann auch nachgegeben hat, weil es um was übergeordnetes Ganzes gegangen ist, nämlich um die Interessen Österreichs. Und ob das Land insgesamt in eine richtige Richtung geht. Und da war offensichtlich so, dass eben diese Verbindung zwischen Umweltschutz und die Umweltpartei Grünen und die Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftspartei ÖVP, dass diese Verbindung, dass man das vereinen kann, auch mit sozialer Verantwortung, dass das eben das Neuland ist, das für die Grünen dann so ausschaut, dass sie sagen, wir stimmen dazu. Die Frage ist, ob Sie das tun. Sie haben ja gerade selbst gesagt, Werner Kogler hat damals diese Präventivhaft massiv kritisiert, aber nicht nur er, sondern auch alle Ebenen darunter eigentlich. Also es war in den vergangenen Tagen so, als das durchgesickert ist, dass die Grünen da zustimmen könnten, dass eigentlich alle gesagt haben, das kann doch eigentlich nicht sein. Jetzt Werner Kogler hat offenbar zugestimmt. Schauen wir mal, wie es morgen im erweiterten Bundesvorstand ist. Aber können die Delegierten damit hüpfen? Also soweit ich das beobachtet habe, war ja auch in der Verhandlung, da waren sehr, sehr viele Experten eingebunden, sehr viele Fachleute, auch die Zivilgesellschaft. Und natürlich, wie gesagt, am Ende ist es ein Kompromiss. Die ÖVP ist wesentlich stärker als die ÖVP. Also die ÖVP ist wesentlich stärker als die Grünen, verzeihen Sie. Und natürlich, niemand hat eine Alleinregierung, also weder Sebastian Kurz noch Werner Kogler. Und ich glaube, wenn man jetzt auch die internationalen Reaktionen mitbedenkt und sieht, was sich da in Deutschland abspielt und darüber hinaus, dann glaube ich schon, also wenn diese Bundesregierung einen Charme hat, wenn sie einen Zauber hat, wenn sie so wollen, dann ist es eben so ein Vorzeigemodell zu werden, auch für andere Länder in Europa, die sagen, Klimaschutz und Wirtschaft, das geht zusammen. Da können wir wirklich Vorreiter werden, auch konservativ und grün geht zusammen, also da beschreiten wir Neuland und natürlich stellt Europa bei diesem Megathema Klimaschutz auch die Weichen neu, das ist ein wirkliches, absolutes Schlüsselthema geworden in ganz Europa, die neue Kommissionspräsidentin legt da einen Schwerpunkt darauf und das ist das, was Österreich jetzt zeigt und natürlich die Delegierten, glaube ich auch, da wird sich, war ja selber lange Zeit auch bei den Grünen als Kommunikationschef verantwortlich, ist schon 10 Jahre her, aber natürlich wird es da viele Debatten geben, natürlich sind Punkte im Programm, das manchen Delegierten natürlich nicht gefallen wird, es wird auch sicherlich viele Anregungen geben, die man mitnimmt, aber am Ende geht es natürlich um eine Gesamtverantwortung. Und die Gesamtverantwortung heißt,
ist sozusagen diese alte, wenn Sie jetzt so wollen, in der grünen Logik, auch diese alte Türkis-Koalition, Türkis mit Blau, also die Ibiza-Koalition, wenn Sie so wollen, geht die weiter? Oder hat man den Mut, sozusagen einen neuen Weg zu gehen, auch wenn damit natürlich Risiken verbunden sind? Aber man kann natürlich schon auch sagen, haben die Grünen nicht mehr rausholen können. Es gibt ja auch Themen, die den Grünen sehr, sehr nahe sind, abgesehen jetzt vom Klimaschutz. Zum Beispiel Bildung. Bildung geht an die ÖVP. Das Sozialministerium wurde reduziert, die Arbeit wurde weggegeben, geht an die ÖVP. Die Frauen gehen an die ÖVP. Gebi Meyer, der Clubchef der Tiroler Grünen, sagt, wenn man mehr Klimaschutz will, dann muss man halt einen hohen Preis zahlen. Aber ist dieser Preis nicht sehr, sehr hoch? Das ist eine Gewichtungsfrage und man kann jetzt bei jedem einzelnen Ressort natürlich hergehen und sagen, wäre nicht ein anderes Ressort besser gewesen. Insgesamt kommt es auf die richtige Mischung an. Und die Grünen haben sich das Sozialressort ausverhandelt. Da gibt es einige Punkte drinnen, die natürlich spannend sind. Aus Sicht der Grünen nehmen sie auch nur das Thema öffentlicher Verkehr. Also es sind auch Punkte drin, die wirklich, glaube ich, auch für eine Breitenwirksamkeit sorgen können. Es gibt dieses 3-Euro-Ticket österreichweit, also 3 Euro am Tag sozusagen. Das betrifft natürlich hunderttausende Menschen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das gibt es ein Vorbild, das ist Wien. Also auch Wien hat ja, in der Bundeshauptstadt gibt es ein 365-Euro-Ticket im Jahr, also 1 Euro am Tag. Das war lange Zeit auch umstritten, kann das funktionieren? Mittlerweile ist das tatsächlich ein Vorbildmodell geworden. Viele Menschen benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel und das probiert man jetzt auch sozusagen österreichweit auszurollen. Aber ja, aber ich habe Sie ja nicht gefragt, was drin ist. Ich habe ja gefragt, was fehlt. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, was drin ist, das wissen die Delegierten noch gar nicht so lange. Die haben sehr, sehr kurz Zeit, bis Samstag das durchzuarbeiten. Wir Journalistinnen und Journalisten haben das heute Nachmittag bekommen. Es ist nicht wirklich möglich, da in die Tiefe zu gehen. Wir haben jetzt alle einen Eindruck und die Delegierten haben jetzt noch einen Tag und eine Nacht dazu. Aber na ja, ist es wirklich zumutbar, dass man ein solches Programm beurteilt, ob man dazu steht, ob man dazu Ja sagen kann? Oder ist im Gegenteil eigentlich diese Art der statutarischen Absegnung vielleicht obsolet und man sollte sich das überlegen, ob man das überhaupt weitermacht? Das ist überhaupt nicht obsolet und das ist tatsächlich so, dass bei den Grünen am Ende die Basis das letzte Wort hat und das kritisiert man ja manchmal auch bei anderen Parteien, dass das sozusagen drüber gefahren wird. Bei den Grünen ist das wirklich anders, das wird diskutiert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, offenbar dann noch sehr ins Detail zu gehen, aber ja, natürlich ist das ein sehr, sehr, sehr knapper Zeitraum, keine Frage, aber insgesamt, glaube ich, wird am Ende nach langen, langen Diskussionen dann eine Gesamtentscheidung stehen und da bin ich doch optimistisch, dass aufgrund der vielen Vorgespräche, die es da gegeben hat und auch Vorbefassungen, dass auch jedem klar ist, das ist keine grüne Alleinregierung und man kann nicht 100% natürlich des Programms umsetzen, genauso wie ich schon erwähnt habe, wie das natürlich auf Seite von Sebastian Kurz der Fall ist. Beide haben sich aufeinander zubewegt und das ist vielleicht auch neu. Man hat keine Koalition jetzt gebildet, wo man in jedem einzelnen Element sozusagen einen Kompromiss findet, bis ins kleinste Detail, sondern man hat gesagt, der eine hat tendenziell diese Schwerpunkte und der andere hat tendenziell die anderen Schwerpunkte. Und zum Beispiel bei der Bildung. Wir sind wirklich schon am Ende, Herr Lockel, aber zusammengefasst, Sie sagen, das letzte Wort haben die Delegierten und Sie gehen davon aus, dass dieses letzte Wort Ja lauten wird. Ich bin recht optimistisch, dass am Ende das Wort Ja lautet, auch weil Werner Kogler ja signalisiert hat, ihm ist das wirklich wichtig. Man nimmt das, glaube ich, auch sehr ernst von Seiten der grünen Parteispitze. Und es wird sicherlich lebhafte Diskussionen geben, da oder dort, über einzelne Details. Sie haben viele genannt, aber am Ende geht es eben um eine historische Weichenstellung und um ein Signal, das vielleicht weit über Österreich noch hinausgeht und auch in anderen Ländern Europas für Aufmerksamkeit sorgen wird, gerade auch beim Thema Klima und Wirtschaft mit möglicherweise sozialer Verantwortung. Ich nehme an, dass die Grünen das auch so forcieren werden. Herr Lockel, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke. Vielen Dank. Ja, was sagen denn nun die anderen Parteien zu diesem Koalitionspakt? Die ehemaligen Partner der ÖVP, SPÖ und FPÖ und die Neos, die ja auch einer Regierungsbeteiligung gegenüber aufgeschlossen waren. So unterschiedlich sie sind, so klar ist, eine lange Schonfrist wollen sie der türkis-grünen Regierung nicht geben. Harald Jungreitmeier weiß warum. Von Schonfrist keine Spur. Die Regierung ist noch nicht angelobt. Da schießt die Opposition bereits aus allen Rohren.
Wir sehen hier in vielen Bereichen in Wirklichkeit die Fortsetzung der türkis-blauen Koalition, sei es die Sicherungshaft, sei es die Frage, wie man Asylpolitik machen will. Und das ist schon sehr bedenklich. Und überall dort, wo es um die großen Zukunftsfragen geht, sei es den Umweltschutz, sei es bei der Bildung, sei es bei der Entlastung, da ist man sehr, sehr unkonkret und macht Arbeitsgruppen. Was wir schon nach wenigen Stunden nach dieser Einigung sehen, ist, dass man die soziale Handschrift in diesem türkis-grünen Regierungsprogramm wirklich sehr lange suchen muss. Und es ist mehr als enttäuschend, dass da sehr wenig übrig geblieben ist von den ursprünglich grünen Zielen zur Bekämpfung der Kinderarmut zum Beispiel. Und selbiges gilt auch für das leistbare Wohnen. Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl greift die ÖVP nach der absoluten Macht. Der ÖVP geht es einzig und alleine um Macht. Ihr geht es um den reibungslosen Betrieb ihrer Strukturen und um den Schutz ihrer Netzwerke. Im Gegenzug gehe die ÖVP gesellschaftspolitisch weit nach links. Um den Grünen dort ihre gemeingefährlichen und belastungsintensiven Spielwiesen im Sozialbereich inklusive Anreizsystem für Zuwanderer zu überlassen. Für die Freiheitlichen ist die türkis-grüne Einigung besonders bitter. Denn vor einem guten halben Jahr sah die blaue Welt noch ganz anders aus. Die Freiheitlichen sitzen auf der Regierungsbank und das auf Jahre, so schien es. Bis das Ibiza-Video vergangenen Mai die österreichische Politik auf den Kopf stellt und die FPÖ auf Talfahrt schickt. Die Protagonisten des Videos, der damalige Parteichef Heinz-Christian Strache und sein Klubobmann Johann Gudenus, treten ab. Sebastian Kurz beendet die Regierungszusammenarbeit. Bei der Nationalratswahl stürzen die Freiheitlichen ab. Ex-Parteichef Strache entpuppt sich als Dauerbelastung, Stichwort Casinos Austria, Stichwort Spesenaffäre. Im Dezember verlassen Strache getreu in Wien die FPÖ und gründen eine eigene Partei. Am Ende wird Strache aus der FPÖ ausgeschlossen. Klubobmann Herbert Kickl hat darauf gedrängt: Aus meiner Sicht ist das maßvoll. Während Parteichef Norbert Hofer sich nobel zurückgehalten hat. Eine Rollenverteilung, die symptomatisch ist für das ungleiche blaue Führungsduo. Und problematisch in der Opposition, so der Politikberater. Denn der Parteichef Norbert Hofer ist sehr konziliant, sehr verbindlich, hat sich fast ein wenig angebiedert bei der ÖVP, schon im Wahlkampf und auch danach. Und da ist schon sehr die Frage, ob er der ideale Oppositionschef ist. Schließlich gehe es darum, möglichst viele Wähler zurückzugewinnen, die die FPÖ bei der letzten Wahl an die ÖVP verloren hat. Lang im Voraus geplant war der Besuch des FPÖ-Bundesparteiobmanns am heutigen Tag. Nicht geplant war, dass er mit dem Tag der Regierung